Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher und es hat sich gelohnt. Hier haben wir schon das erste Schöllkraut. Das sacken wir jetzt direkt mal ein. Hier haben wir noch weiße Myrte. Ja, was ein bisschen Lesen alles ausmachen kann. Da hinten ist noch Zeug, so Ziegelbrenner. Ich glaube, die haben ja nicht allzu viel zu sagen, oder? Ein Weinfass. Wein rauszapfen, jawohl, gut. Ba, ba, ba. Seid gegrüßt. Ba, ba. Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch? Jetzt nix, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Tisch gefallen. Ich hab das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfällern, Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Ja, was wollt ihr wissen? Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Wo finde ich die Holzfäller? Baba, Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Wo denn sonst? Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerdorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons. Die, wo brave Ziegelleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir wieder Scheinungs- und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was Stechmücken, bla. Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern, jedes Jahr immer mehr. Die vielsten findet ihr beim Turm. Turm? Jep. Gehst du gerade nach Westen und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magierenturm. Der ist aber abgeschlossen und nix als elende Stechmücken. Und ein paar Gelomse sind da. Wo kann ich die Druiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien, die da nur so sitzen mit den Druiden. Es geht direkt nach Süden, Westen, aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. Ja. Das war ja sehr aufschlussreich. Lebt wohl. Okay. Wie wäre es, wenn ihr hier sesshaft würdet? Wir könnten einen Krieger zu unserem Schutz gebrauchen. Kann ich mir vorstellen. Okay, Vaska, ich glaube, das ist dann die Alte. Mit der rede ich auch mal noch gerade. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt, Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer?
Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen. Ich brauche euch lebendig. Habt ihr hier ein Ungeheuerproblem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Okay, ich glaube, du hattest aber noch was zu sagen, oder? Wollt ihr etwas fragen? Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ist es profitabel? Nein. Obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Nö, ich glaube, das wär's soweit. Wohl. Da haben wir noch ein bisschen Schöllkraut. Jawohl, das geht jetzt richtig fix. Da hinten haben wir noch mehr. Sehr gut. Mitnehmen die weiße Myrte noch. Hundspetersilie. Wie nett, da hinten ist noch. Ja, da haben wir Schöllkraut zumindest schon mal vollständig. Das ist gut. Ach ja, wäre ja so einfach gewesen, wenn ich mal wieder richtig gelesen hätte. Naja. Muss ich mir beim Spiel, glaube ich, echt angewöhnen. So. Stahlschwert, Silberschwert. Weg. Den nehme ich auch noch gerade mit. So, und natürlich noch ausplündern. Danke. Danke. Oh, noch einer. Hallo, hab dich gar nicht kommen sehen. Zack. Ah. Auf jeden Fall geben sie ja noch XP, das ist ja auch nicht verkehrt. Und halt eine ganze Menge Zeug zum Mitnehmen. Weiße Myrte, Hundspetersilie, da hinten war doch noch Schöllkraut, da... Den Leichnam haben wir auch schon uns angeschaut. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach nur gerade das Schöllkraut und verziehe mich dann hier wieder. Und gebe das Ganze jetzt mal bei Shani ab. Oh, Nieswurz. Wie nett. Und ein Ort der Macht. So, damit hätten wir das vollständig. Oder? Ne, immer noch eins. Okay, dann nehmen wir das da hinten mit. Dachte, ich hätte jetzt schon 5 aufgesammelt.
Na, dann ihr mal zuerst. Nicht mal in Ruhe Pflanzen sammeln darf man hier. Oh. Ich dachte, du gehst schneller drauf. Also das sind Ertrunkene und ertrunkene Tote wohl nochmal was anderes, wie mir scheint. So. Dann bringen wir die noch ins Krankenhaus. So, die rennt einfach hier rum. Mist. Her damit. Sollte ich hier überhaupt schon sein? Also, klar, auf jeden Fall. Oh, ein kleiner Junge. Nee, ich will jetzt aber doch echt nochmal zurück. Wohl, warte mal, wenn wir hier die Peiniger gerade ausschalten. Ich denke mal, das sind die Peiniger, die immer angreifen. Von daher hauen wir die gerade mal platt. Ups. So, kommt. Einmal sterben, bitte. Danke. Genau, das dachte ich mir nämlich. Und noch ein Aufstieg, sehr gut. Können wir eigentlich mit dem Jungen noch reden? Die Götter kommen. Verschwinde. Wer stünde über den Göttern? Was soll der Blödsinn? Geh nach Hause. Dieser ungezogene Bengel hört noch nicht mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal gerade zu Vaska die Quest noch abgeben. Hallo Mädchen. Was tut man nicht alles für 50 Orens? Wollt ihr etwas fragen? Ich habe die Ertrunkenen getötet. Ihr seid uns gnädig gewesen. Doch ich täuschte euch. Ich kann euch kein Geld bieten. Doch ihr könnt nicht ohne Belohnung gehen. Nehmt dieses Amulett. Das ist Kesat, das Symbol der Gnade. In Ordnung. Seid gesegnet. Jetzt können wir die Ankunft der Götter vorbereiten. Wer sind diese Götter? Wir beten sie an und empfangen die Gnade derer, die aus den ewigen Tiefen kommen. Mir fällt dabei nur das Fischvolk ein, die Vodjanoi. Wie könnt ihr es wagen? Die Götter nehmen Anstoß an diesen Namen. Naja gut, ist mir relativ egal, ob da diese Götter irgendwelchen Anstoß nehmen. Vaska geht in ihr Haus. Und wir gehen jetzt nochmal zurück zu Shani. Ich konnte mir das Amulett mal noch angucken. Habe ich da schon irgendwo ausgerüstet oder so? Oder ist es hier bei den Questgegenständen? Ich glaube ja eher nicht. Doch, hier. Gnade, Symbol, Gnade, Liebe und Anmut. Okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wo ich hier noch Wölfe finden sollte. Erstmal mit dem Fährmann reden. Was wollt ihr? Wohin fahrt ihr? Von Wesir. Bringt Zeit, es.
Herr, braucht ihr ein Boot? Kann's losgehen? Sonst hätte ich euch wohl kaum bezahlt. Bringt mich in die Stadt. Also das hätten wir auch ein bisschen abkürzen können. Muss ich ja sagen. Jedes Mal hier diese ganzen Dialogoptionen durchklicken. Ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, zurück am Deich. Toll, es regnet. Komm, mach Platz. Dicker Mann, ich möchte jetzt ganz gerne mal runter und zu Shani. Das ja, sollten wir in der Folge noch hinkriegen. Dauert ja zum Glück nicht mehr allzu lang. Und mal gespannt, ob sie sich dann uns erkenntlich zeigt. Wenn ich es mal so ausdrücken darf. Rettung. Wie Rettung? Na gut, nee, jetzt erstmal, wie gesagt, ich lasse mich hier, glaube ich, echt schon wieder zu viel ablenken. Ich sollte jetzt wirklich mal... Ach, jetzt können wir auch hier die ganzen Sachen mitnehmen. Das ist gar nicht schlecht. So, meine Liebe, ich habe was Schönes für dich. Kranker Mann und Shani. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Hier ist das Schöllkraut. Fantastisch. Ich bin euch wirklich dankbar. Eine Lektion in Ungeheueranatomie wäre mir lieber. Ich habe mal einen ertrunkenen Toten seziert. Okay, häufiger mit Shani sprechen. Dann machen wir das doch mal gerade. Wir werden alle... Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Ich muss mit euch sprechen. Kann es warten? Naja, ich denke... Besucht mich zu Hause. Das Krankenhaus ist kein Ort für Privatangelegenheiten. Jetzt können wir hier wenigstens auch noch meditieren. Das ist schon mal nicht schlecht. Was habe ich hier schon mal irgendwas rein... Ich glaube, ich gehe mal hier noch... Nee, kann ich gar nicht, weil ich bisher nur Bronzetalente habe. Kann ich hier noch irgendwas mit den Bronzetalenten anfangen? Da könnte ich noch was steigern. Mache ich mal hier erstmal die Windböe. Wir sind ein Held. Wie toll. Obwohl, ich glaube, das steht einfach überall da. Beziehungsweise jedes Mal da. Gut, dann bitte noch bis zum Mittag meditieren. O große Melitele. Ja, ja. Achte unsere Patienten mit Wohlgefallen. Und erspare Mutter, die du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Okay. Dann müssen wir halt echt mal nochmal warten. Müssen wir halt bei Glena nochmal bei Shani vorbeigucken. Was mache ich denn als nächstes? Ich guck mal gerade nach. In der Nähe der Tongruben. Die Sache mit den Echinopsen. Hundeteig, Wolfshäute. Können wir mal hier bei den Salamandra vorbeigucken und schauen, ob wir da ein bisschen was an Fistech kriegen.
Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Okay, armer Junge, müssen wir zu Vivaldis Haus? Wahrscheinlich. Nee, müssen wir nicht. Da hinten wohl irgendwo rüber. Na, ich glaube, hier schauen wir uns in der nächsten Folge mal um. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.